Die Lesung am 20. Sonntag nach Trinitatis steht bei Markus im 2. Kapitel. Es begab sich, dass Jesus am Sabbat durch ein Kornfeld ging. Und seine Jünger fingen an, während sie gingen, Ehren auszuraufen. Und die Pharisäer sprachen zu ihm: Sieh doch, warum tun deine Jünger am Sabbat, was nicht erlaubt ist? Und er sprach zu ihnen: Habt ihr nicht gelesen, was David tat, als er in Not war und ihn hungerte, ihn und die bei ihm waren? Wie er ging in das Haus Gottes zur Zeit Abiatas, des Hohenpriesters, und aß die Schaubrote, die niemand essen darf als die Priester, und gab sie auch denen, die bei ihm waren. Und er sprach zu ihnen: Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen. So ist der Menschensohn ein Herr auch über den Sabbat.